Jetzt geben wir uns noch einen Booster. Für die Leute, für die Oldschool-Leute, die wissen Bescheid auf jeden Fall. Ich habe keine Ahnung, Bruder, gib ihm. Feierabend ist das. Wie viel hast du? Ein Schuss? Machen wir noch einen halb? Zwei, okay. Ja, ja. Faustformel, liebe Leute. Im Bodybuilding immer das Doppelte. Immer das Doppelte, was draufsteht. Also immer verdoppeln. Immer das Doppelte, was draufsteht. Banane, mir ist alles nass geworden. Ey, Bruder, wieso machst du das nicht zu? Ey, was ist das, Bruder? Nicht, dass ich nachher so jemanden f***en will oder so. Also, schau mal den Barkeeper an. Du weißt doch nicht, wusste, Edo war gar kein Türsteher, er war Barkeeper. Barkeeper Edo, ja? Wir chillen. Ortalin am. Passt sogar zu deiner Hose, Bruder. Oh, alle Ketten alleine, Edo. Was für ein Scheiß. Jetzt mal ehrlich. Ich trainiere Brust mit Bizeps. Scheißdreck. Nein, das ist gut. Scheißdreck. Nein, das ist gut. Scheißdreck. Nein, das ist du gut. Hast jetzt, guck mal, du hast jetzt Rücken und Trizeps gestern gemacht. Ja. Wie würdest du jetzt heute Brust machen? Ich also richtig? Einfach Brust. Hast du keinen Muskelkater am Trizeps? Nein. Ja, das ist so. Was passt nicht, Bruder. So, es gibt Leute, die trainieren so. Ich halte nichts davon, Bruder, sag ich dir ehrlich. Okay, dann ändere ich jetzt um. Also, ich halte nichts davon, Bruder, sag ich dir ehrlich. Okay, aber warte. Brust. Guck mal, ganz kurz, was man auch dazu sagen muss. So, viele Wege führen nach Rom, ne? So. Es gibt Leute, die trainieren so und es gibt Leute, die trainieren so. Ich spreche über meine Erfahrung. Meine Erfahrung ist, das ist Müll. Also dann trainieren wir jetzt, also nicht heute. Ich mach Brust-Trizeps. Aber nein, heute musst du Brust-Trizeps machen. Ich mach Brust-Trizeps. Nein, heute machst du Brust-Bizeps mit mir. Ausnahmsweise. Ja, aber ausnahmsweise. Ansonsten immer Brust-Trizeps, Rücken-Bizeps, Schulter. Und dann hast du einen Tag Pause, dann machst du deine Schulter-Nacken und danach machst du dann nochmal Arme. Dann hast du zweimal in der Woche Arme. Dann kriegst du auch mal einen gescheiten Arm, Bruder, ja? Ja? Für einen richtigen 47er Bizeps, ne? Ja, okay. Trink mal deinen Booster. Bro, du weißt gar nicht, du bist Alter. Warum? Du wirst nachher durchs Studio rennen. Ja, aber deine Jacke ist echt stabil, Mann. Oder ich mach miese Auge auf diese Jacke. Mach doch keine Welche Auge, Größe oder? Hast du? Oder 50, glaube ich. Das ist italienische Größe. Scheiße, sonst hätte ich mir die abgerippt. Das ist ja schwierig, Bruder. Ich merke echt diese Booster, ne? Das ballert. Ja, Bruder. Das ist top, ich raste aus. Aber ganz vorsichtig, junger Mann. Ich bin aggressiv. Bruder, ich merke das. Glaubst es nicht, ne? Doch, ich weiß das. Alles, ist... Bruder, ich will gerade. Ich will so in Hooligan-Fights oder so gehen jetzt. Komm, ich nehm dich mit. Bruder, dein Auto fuckt mich so ab. Warum? Bruder, das Ding zieht einfach nicht. Bruder, wir sind zu schwer dafür. Ey, aber Bruder, das wird es nochmal anmerken. Dass der Booster ist ja so komplett legal, ne? Das kann man so sagen, ja? Ja, er ist legal. Jetzt sind wir gleich im Fitness. Spürst du das an den Händen so, dieses Kribbeln? Nein, ich spüre hier, dass es so kribbelt. Ey, das ist auf RSS, so alle auf Booster. Bruder, was für Booster? Ich fühle mich wie auf Nuts, Digga. Bruder. Ich glaube, ich will jetzt schon trainieren. Ey, das ist so eine halbe Stunde, so bereut, dass er mit mir ins Training ist. Bruder, ich schwör alles, ne? Ich will nicht zum Fitness fahren, ich will gerade dahin joggen. Wallah, lass hier parken, ich jogge den Rest. Auch hättest du in einer Stunde joggt nach Hause. Aber wird man auch vom Booster aggressiv? Nein, so. Vielleicht, ich weiß nicht, Bruder, so, da, so vor sich hin pubertierende 18-Jährige, vielleicht sowieso ein bisschen zu wild unterwegs sein können, vielleicht aggressiv werden, aber ich glaube wir nicht. Ja, ich merke auch, dass es eigentlich ein bisschen... So halt, der Fokus ist da, der Tunnelblick hast du, ja, du willst ins Training, ist Power, du hast Ausdauer. Ich kann nicht mehr bleiben, Bruder, ich freue mich wieder rein. Also, was machen wir heute? Wir trainieren jetzt heute Brust und ausnahmsweise mal Bizeps. Normalerweise trainieren wir Brust-Trizeps für einen maximalen Armpump. Wir nehmen einen zweiten Tag rein in der Woche, wo wir nur Arme machen. Wir haben dann praktisch Brust-Trizeps, Rücken-Bizeps, Schulternacken, Beine, wenn man will. Und dann nochmal separat einen Tag Arme. Stark. Wir ziehen das jetzt auch richtig durch. Ich will bis Sommer eine richtig krasse Figur haben. Meinst du, das kriegt man hin? Ja, willst du jetzt durch oder nicht? Ey, das ist der breite Fitness-Transformation-Paket incoming 2023. Ihr wisst Bescheid. Lass einen Gruß da in den Kommentaren.
Mal gucken, wie viele Scrolls wir reinhängen. Dann werden wir aber nicht viel an Muskeln aufbauen, Bruder, weil der Großteil zum Aufwärmen ist, meinst du? Ja, so viel wie die Aufwärmung, die wir dir auf der Handelbank drücken. Wie packt man 2022, Alter? Scheiß drauf, wir sind eine Familie. Wir sind die Familie. Deswegen dürfen wir hier parken. Zu Beginn gleich mal den Theo zur Aufwärmung. Okay, stark. Wie viel Kilo haben wir Aufwärmung? 25. Bruder, das ist schon Theo auf Testo-Phase. Das ist schon Theo auf Testo, Bruder. Okay, das ist die erste Aufgabe. Das kriegen wir doch locker hin. 25 Kilo. Aufwärmung. Wenigstens gebe ich nicht so von hinten wie du. So lange bin ich ja das hin. Gürtel an Hakan. Können Sie bitte nicht vor mir stehen, wenn ich trainiere? Scheiße. 25 Kilo waren zu wenig. Wir gehen auf 30 hoch. Wir gehen auf 30 hoch. 25 war echt zu wenig. Also das Doppelte von Scrolls. Das ist jetzt nicht mehr Theo auf Testo. Jetzt sind wir schon Theo in Beast Mode. Muss man auch schreien und so? Yeah, buddy. Light my yeah, baby. Schaut mal die zwei Flüchtigs an. 20 Minuten Training und schon kaputt. Dead ass. Oh, ich geht der Dicke weg. So, da, jetzt kickt der. Jetzt kickt der Booster. Das ist ja richtige Fotze. Sollen wir kämpfen? Hier. Das ist mein alter Türsteherkollege. Zeig dir mal. Das ist mein alter Türsteherkollege, aber der hat aufgehört, weil er immer Schläge bekommt. Jetzt, Herr Lee, komm. Komm. Los. Komm, zwei geht noch. Komm, zwei Stößchen noch. Geh hoch. Ein letzte geht noch, komm. Easy. Los. Komm, noch eine. Doch nicht. Der hat den einfach. Und? Ich merke schon langsam, es ballert echt rein. Stark. Zeig mal deinen Arm. Ich hab mehr Brust wie Pamela. Zeig mal. Maschine, aber ich schwöre, keine Chance gegen sie das. 55 Kilo. Er ist im Tunnel. So. Sehr, sehr stark. Fast so gut wie ich. Sudar, du bist echt dieser kurdische Hulk, Bruder. Sehr stark. Beide Gehirn hat ausgesetzt, Bruder. Booster-Kick. Heide, komm, zeig mal jetzt was. 15 Kilo, jetzt sind wir endlich auf dem Idealgewicht von den Streamern. Das ist jetzt so fliegend. Oder für mich, eines meiner Lieblingsübungen. Wir sind weg. Sehr stark. Flying Siddharth. Das ist auch das Einzige, was ich immer sage. Saubere Ausführung, also wirklich hundertprozentig. Saubere Ausführung. Bei allem anderen kann man ruhig ein bisschen abklatschen. Okay, dann für Bus versuche ich mal jetzt auch diese Flying. Anders ausgestreckt. Rücken angewinkelt, volle Streckung. Und wenn du hochkommst, zu einem V-Dreh. Okay. Das ist doch mal schön. Komm, steh auf, lass mich jetzt mal machen. Kontur. Also ich strecke, ich mache diese Flying. Ja. Und dann gehe ich am Ende so. Schon zusammen. Also dass praktisch die Spitzen von den Hanteln praktisch zusammenkommen. Genau so, Bruder. So, auch immer ganz wichtig, die Gewichte mal auf den Boden schmeißen. So sieht's aus. Ey, was geht ab, Mann? Nimm das scheiß Handy weg, Alter. Ich lese gerade die Kommentare durch vom letzten YouTube-Video. Hast du schon kommentiert? Das neue Video, dann kommentier auch das. Okay, es geht weiter. Halt dich deine Fresse. Oh.
Lightweight, Baby. Back am Back, in dem Back. In dem Back, in dem Back. Schau, mein Finger. Das soll in dich reingehen. Du fühlst dich. Alles sicher. Linse? Ich f*** jetzt. Da Linse. Meine Freunde, das Wichtigste ist der Fokus, auch wenn viele Hunde in deiner Umgebung sind. Für mich auch eines der besten Übungen. Hier das Spitze für dich auseinander, aber nur ein bisschen vorgehen, ich schrie mal. Das ist jetzt zum Auspumpen. Das ist zum Auspumpen. Kommt auch nicht mehr auf viel Gewicht an. Moderates Gewicht. Die Übung ist geil. So, zum Abschluss, Bruder. Noch ein bisschen Auspumpe. Gehe ich immer ganz gerne ans Gerät. Die Übung erinnert mich an etwas. Diese Handbewegung. Du hast nicht verstanden, ne? Nee. Mach mal diese Übung ohne das zu berühren. Ohne die zu berühren. Und jetzt mach die Übung. Und jetzt schneller. Noch schneller. Findest du 20 Kilo gut für Arme? Auf jeden Fall. So, auf jeden Fall. Oder soll ich 10 drauflegen? Machst du Hammer Curls? Ja. 10 drauf. 10 drauf? 10 drauf. Hammer Curls, 10 drauf. 30 Kilo ist schon krass. Passt schon. 30 Kilo. Die Zeit kommt. Bruder, jetzt ist Start-Transformationspaket. Weißt du, was krass ist? Wir machen mal so ein Video, wie es nach 3 Monaten aussah. Und nach einem halben Jahr auch nochmal. Und dann nach einem halben Jahr. Und dann nach der Testphase. Und dann nach der Wachshormonphase. Der Booster hat auch richtig gut gekickt. Wie ich. Messi. Positiver Vibe. Ey, wir sind jetzt fertig geworden. Es war so ein kleines Training. Ich sag euch ehrlich, ich will halt so die Leute ein bisschen motivieren, dass ihr nicht zu viel euch die Streamer da als Vorbild nimmt, die den ganzen Tag zu Hause sitzen oder irgendwie sie ihren Ernährungsplan da auseinandernehmen und dann mit 30, 40 Jahren dann nicht mehr aus der Couch aufstehen. Ich will euch da ein bisschen motivieren, ins Fitness zu gehen. Geht da ins Gym und so. Geht's nach Hause und ab mit zum Stream.